knapp 10 Millionen Dollar haben die Weltraumfans inzwischen für das Projekt Star Citizen zusammengesammelt, das von Chris Roberts entwickelt wird. Natürlich möchte man am liebsten so schnell wie möglich losfliegen. Problem bei der ganzen Sache ist, das dauert noch eine ganze Weile. Also fragt man sich als Weltraumfan, was macht man? Zum Beispiel holt man sich das Freelancer aus dem Schrank, sofern man es hat, und installiert sich eine fantastische Mod, die wir euch heute vorstellen wollen, nämlich Crossfire 1.9. Das passt insofern auch ganz gut, denn Freelancer feiert in diesem Jahr seinen 10-jährigen Geburtstag. Die Mod selber ist 1,8 GB groß und die Modder SWAT Portal, die haben da eine ganze Menge Gehirnschmalz reingepackt und natürlich auch eine ganze Menge Content. Zum Beispiel die Grafik. Was wir hier sehen, das ist eigentlich das Intro von der normalen Kampagne. Sieht aber deutlich besser aus als in der Originalversion. Es gibt schärfere Texturen, die Beleuchtung ist komplett überarbeitet worden. Es gibt neue Effekte, mehr Partikeleffekte. Also alles in allem sieht es richtig schick aus und macht auf jeden Fall Bock, das Ganze nochmal durchzuspielen. Was ebenfalls richtig gut geworden ist, die Entwickler, oder sagen wir eher die Modder, die haben noch eine ganze Menge mehr an Story eingebaut. Sprich, wenn man die normale Kampagne durchgespielt hat, dann ist es nicht zu Ende, sondern es geht erst richtig los. Die haben sich eine eigene Hintergrundstory ausgedacht. Es gibt eine neue Alien-Rasse, auf die man trifft. Es gibt jede Menge neue Schiffe, es gibt neue Sternensysteme. Ich glaube, 147 sind es inzwischen. Und es ist auch noch kein Ende in sich, denn die aktuelle Version hört auf den Namen 1.9, aber die Modder arbeiten schon an einer neuen Version, nämlich 2.0, die wahrscheinlich nächstes Jahr auch erscheinen soll. Aber bis dahin kann man auf jeden Fall jede Menge Spielstunden in die 1.9-Version versenken. Das macht wirklich Spaß. Das Handelssystem ist aufgebohrt worden, es gibt neue Waren, es gibt einen Schwarzmarkt, der integriert wurde. Also man kann wirklich sagen, das ist wirklich eigentlich fast ein vollwertiges neues Spiel, was aus dem guten alten Freelancer dadurch entsteht. Ja, bei den neuen Schiffen kann man zum Beispiel auch die großen Schlachtschiffe dann steuern. Das kostet allerdings ein paar Millionen Credits, die muss man natürlich erstmal zusammensammeln. Das geht eigentlich wie im normalen Freelancer eben auch. Man kann seine Missionen absolvieren, kann Waren hin und her schippern oder sich als Pirat betätigen. Ich muss dazu auch sagen, dass die KI noch ganz gut überarbeitet wurde. Also die Gegner sind mitunter deutlich knackiger als im Originalspiel. Was wir hier auch schön sehen, ist, dass auch die Texturen auf den Stationen beispielsweise komplett überarbeitet wurden. Auch der Look von Hauptfigur Trent ist komplett überarbeitet. Das kann man sich, wenn man die Mod installiert hat, vor dem Start aussuchen, ob man die klassische Variante haben will oder eben den neu designten Trent. Das ist dann Geschmackssache. Sie heißt Junko Zane, toughes Mädel. Oh, wieso? Gehört zur LSF, lebt für ihren Job. Das heißt, falls sie einen Job wollen. Auch sehr schön. Bei der fortgesetzten Story haben die Modder auch hier und da eigene Cutscenes eingebaut. Mitunter sind die auch vertont, das ist zwar nicht ganz so gelungen, aber trotzdem, wenn man das insgesamt betrachtet, was die Mod bietet, ist das auf jeden Fall super. Ansonsten wird die Story halt vorwiegend mit Textfenstern erzählt. Ja, die Modder haben auch hier und da Schiffsmodelle von anderen Spielen genommen. Dieser Jäger eben, den kennt man vielleicht noch von Starlancer. Auch das Preissystem beim Warenhandel wurde eigentlich komplett überarbeitet. Man kann sich also jetzt richtig neue Handelsrouten aussuchen. Das macht schon richtig Spaß. Im
Verlauf der Kampagne oder in der neuen Kampagne kommt man dann auch in unser eigenes Sonnensystem rein. Das haben die Modder also auch eingebaut. Also von der Erde, Mond, Mars, Jupiter sind im Prinzip alle Planeten drin. Da gibt es auch ein paar Aufträge drumherum, wo man letztendlich ein paar Frachter eskortieren muss und so das ganze System bereist. Ja, wenn man von der Kampagne genug hat, gibt es in Crossfire auch einen Mehrspielermodus. Und zwar haben die Modder letztendlich 24 Stunden, 7 Tage die Woche einen Server laufen, einen Rollenspielserver, wo man sich seinen eigenen Charakter erstellen kann und dann ja mit Stufe 1 letztendlich wieder anfängt. Ja, und dann kann man mit anderen Spielern zusammen auf Piratenjagd gehen oder gemeinsam Handel betreiben, wie man das eben gerne haben möchte. Bietet ganz schön viel Freiheit und macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ja, abschließend lässt sich auf jeden Fall, denke ich, sagen, dass man mit Freelancer Crossfire 1.9 auf jeden Fall die Wartezeit bis Star Citizen locker überbrücken kann.